Aber du musst durch diese Selbstlügen hindurch. Du kannst die anderen belügen, Genau. Brösel belügen sich. Ja, diese Das Selbstlüge. ist ein normaler Akt, sage ich. Normiert. Ein normierter Akt. Was viel, viel schlimmer ist, erwähne ich immer wieder, wenn du anfängst, dich selbst zu belügen. Warum magst du das, was du magst? Dass dann das Gute, deine einseitige Vorstellung von Dieses Gut, das Rätseln, oder? Menschentum, der Altruismus. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte, die habe ich auch erzählt. Wir machen mal was Esoterisches. Der verlogene Altruismus. Immer an die 16 Seiten denken, ich würde es nur machen, aber die Hauptsache ist, Altruismus sind selbstlose Menschen. Ja, So nennt man das. ja genau. Menschen, die nicht einmal wissen, was selbst bedeutet, da ist selbst schon wieder Genau. so eine einseitige Auslegung. Ja, Und ich sage genau. immer wieder, denk an meine Reizauslöser. Ein Altruist wird mit unser berühmtes Franz von Assisi Beispiel, der wird mit Bildern konfrontiert. Er lebt, ich sage, in einem goldenen Schloss und schläft auf einem seidenen Kissen. Und der erlebt jetzt um sich herum außerhalb seines Schlosses arme, leidende Menschen. Das sind Informationen von ihm, es sind Bilder. Und sein Programm reagiert mit Mitleid. Hält es nicht aus, oder? Und die Ursache, dass er sich jetzt aufopfert für die, ist nicht, weil er wen helfen will. Ich sage das immer wieder. Es Sich ist selber das zu Leid, es ist verletzen. seine Reaktion, er will Genau. eigentlich sein eigenes Leid loshaben. Richtig. Und jetzt schau in dich rein, wenn du irgendeine Aktionen machst, wo du meinst, hier auch mit Mitleiden, du musst es nur beobachten. Schon erkannt zu haben, dass ein Bild ist wertfrei, es hat keine Qualität. Ob da jetzt ein blutendes, zerfetztes Kind, Syrien-Krise in der Zeitung ist, du schaust erst einmal, was ist jetzt eigentlich da? Ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf ist, ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Und du leidest mit. Ja. Weil ich ja Ist ja glaube, dass verrückt. das irgendwo Mit einem, mit draußen ist etwas, und was dass es eigentlich als jemand Ding an sich erlebt. gar nicht leiden kann. Ja. Und ich sage immer wieder, selbst wenn du das jetzt real vor dir hast, auf der Farbbrille hast, bist du bloß in der vierten Stufe der Vergessenheit. Aber was ich jetzt einmal das umdrehe, dann kommt natürlich das Schöne, wenn du Liebe bist. Ich bleibe bei dem Franz von Assisi. Wenn du Liebe bist, man hat so die Vorstellung, man kennt es ja aus dieser Märchengeschichte, die sehr, sehr tief ist, dass dann die Tiere alle zu ihm kommen und sich um ihn hinsetzen. Und ich sage so, wie Leute Bäume umarmen, weil sie meinen, sie umarmen was Lebendiges. Das ist so, das sind einfach, du äffst irgendwas nach, weil du damit was erreichen willst. Dass ich jetzt sage, ich sitze zum Beispiel in meinem Stuhl im Garten und dann ist hier so 5, 6 Meter von mir ein Vögelchen. Und jetzt kriege ich so im Sinn so Franz von Assisi Beispiel des Gutmenschen, und ich sage, ach, Vögelchen, komm, setz dich doch auf meine Schulter. Ich bin doch ablos Liebe. Du kannst doch herkommen, weil ich gehört habe, dass der Franz von Assisi, die Tiere ja zu ihm gekommen sind, die Vögel sich auf die Schulter gesetzt haben, weil die keine Angst vor ihm haben, weil er die pure Liebe ausgestrahlt hat. Das ist die Märchengeschichte. Und ich denke mir jetzt einfach einmal Menschen aus. Ich kenne jetzt zum Beispiel einen Udo, den ich mir in die Vergangenheit denke, der sich dann auch in jungen Jahren, wo man sich da reinliest, wo man noch keine Ahnung hat, dass ich mir dann denke, Mensch, Vogel, komm doch her, ich mach dir doch gar nichts. Du darfst Ja, jetzt nicht, fass dich nicht einmal an und das Viech will natürlich nicht herkommen. Kann es das sein, dass ich dann doch nicht die Liebe bin, die ich zu sein glaube? Und jetzt pass auf, und dann kommt plötzlich ein Heureka. Mit Holo-Feeling sieht es so aus, dass du plötzlich feststellst, der Vogel ist ja schon da. genau. Okay. Okay. Der ist ja gar nicht weg von mir, aber es geht noch einen ganzen Schritt weiter, dass das, was ich mir jetzt da denke, diesen Vogel, der ja angeblich von mir weg ist, braucht ja mich selber in einer anderen Seite, auf der anderen Seite. Ja. Aber sind nicht die zwei genau genommen da? Ja, genau. Dieses Ich und der Vogel, jetzt schau dir das Wort Vogel an. Bistabel, OGL, wie eine Welle. Wie eine Welle.